Hallihallo und herzlich willkommen zum Farming Simulator 2019 mit unserem Speedy Gamer oder eurem Speedy Gamer, je nachdem wie ihr das sehen wollt. Ich habe heute einen neuen Mod gefunden auf ModHoster. Eine Allround Seemaschine. Wir werden es sehen, ob das auch so ist. Sie kostet aktuell 39 Euro. Für den Preis nehme ich die gerne kaufen. Ja. Ich hoffe mal, dass da sich noch größere Maschinen rauskommen. Und da ist das gute Stück. Ist ja nicht verkehrt, wenn man jetzt sich auch noch gleichzeitig das Ding sparen kann. Wir werden es sehen. Ich will direkt den Herrn hier holen. Ne? Weg! Verteidigt. Das sind doch keine 3,6. Meter, oder? Ich muss mal ganz kurz neben einer anderen Seemaschine hinstellen. Okay, ein bisschen Klammer schon, ja. Gut, nichtsdestotrotz, wir haben alle Fruchtausbeute zur Verfügung. Wir machen aktuell Sojabohnen. So, wir wollen mal gucken, ob wir das auch wirklich gedüngt gleich noch mit. Rein theoretisch müsste es machen. Oh ja, ja. Sieht schon besser aus. Wunderbar, da klatsche ich meine alte Seemaschine wieder raus. Ach, soll ich jetzt ja nicht zu lang fahren. Nein. Okay, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr das wollt, den Mod runterladen wollt. Ich setze euch in der Videobeschreibung den Link drunter unten in die Videobeschreibung rein, so rum. Und genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss!